Ja, Leute, Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es mal wieder um unsere wunderschöne, atemberaubende Stadt. Vorweg, ein bisschen gespoilert, wir haben gigantische Fortschritte gemacht und, dass diese ganzen gigantischen Fortschritte nicht gezeigt worden sind, ist natürlich wieder meine Schuld. Ich habe ein bisschen geschlafen. Geschweige denn, ich habe nicht nur geschlafen, war auch krank. Infolgedessen habe ich tatsächlich auch geschlafen, fällt mir gerade auf. Ich war natürlich wieder der Ansicht, ich habe schon längst hier Fortschritte gezeigt, die natürlich, noch gar nicht gezeigt worden sind. Das heißt, ich habe hier das ganze Industrieviertel, das ich euch gleich zeigen werde, euch noch nicht gezeigt, etc. pp. Ja. Und Leute, das muss nachgeholt werden. Das heißt, wir werden uns heute fast nur hier aufhalten, aber wir gehen auch nochmal in die Wüstenmetropole, denn da gibt es auch Fortschritte, die man zeigen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Hafengebiet jetzt gezeigt worden ist. Ich zeige es einmal. Wir sind mittlerweile am Hafen, haben wir hier, es sind mittlerweile, die Keimauer ist gemacht. Wir haben mittlerweile hier Stege gebaut, es sind Hafengebäude entstanden, ja. Hier ist ein Schiff. Das Schiff kennt, vielleicht der eine oder andere von Twitter kennt es vielleicht. Da habe ich das mal gezeigt. Ja, das habe ich gebaut. Das ist nur so eine Kogge halt. Auf jeden Fall sind hier schöne Hafengebäude entstanden, die alle einen sehr coolen Look haben. Hier sind so weitere Manufakturen. Was ist das jetzt hier genau? Ist das hier eine Schmiede oder sowas? Genau. Hafenkräne haben wir. Da ist noch schön gelb. Ja, da hinten stehen auch noch andere. Da beispielsweise hier. So sind hier halt Hütten entstanden. Marktstände und, Wenn wir jetzt durch dieses kleine Tor hier gehen, kommen wir erstmal noch recht unspektakulär irgendwo raus. Das ist einfach eine ganz normale Straße. Hier können wir mal rüber gucken. Und wenn wir hier mal rüber lunzen, ja, was mag ich übrigens sehr. Hier sind immer so kleine Gassen, wo irgendwas drin ist. Hier rüber lunzen sehen wir schon, das da drüben bei der David her ist das Armenviertel. Hier wohnen die armen Leute und das grenzt auch an das Industrieviertel an. Das heißt, wir sind, also wenn wir hier vorne sind, hier ist das Rathaus. Ja, nur dass ihr es einmal seht hat. Hier ist das Rathaus. Und hier ist eine Straße. Diese Straße führt direkt hier vorne zu diesem Tor. Ja? Hier vorne ist das Tor. Das ist quasi eine der Hauptstraßen. Hier geht's raus. Gucken wir uns auch gleich noch an. Aber erstmal gucken wir uns das nicht an. Hier ist eine Kutsche. Die ist neu. Die kenne ich tatsächlich selbst noch nicht. Schick. Ja. Hier in diesem ganzen Gebiet streckt sich das Industrieviertel. Der eine oder andere wird das jetzt brockenweise kennen. Hier sind natürlich noch überall Planungslinien gezogen, das ist klar. Aber der eine oder andere wird es noch kennen, denn hier habe ich hinten ist die Schnapsbrennerei, die ich gebaut habe. Ja, die kennt der eine oder andere gerade durch Livestream. Die ist immer noch sehr cool übrigens. Ja, guckt euch das an. Wir kleine das, also haben wir große Destillen und dann wird es hier so, tropft es hier so raus. Ist sehr cool. Dann haben wir hier so kleinere, eine kleine Schnapsbrennerei. Wir haben hier drüben, ich muss nicht lügen. Es ist ein Wagner, glaube ich, das hier drüben. Genau, das sieht man überall. Hier liegen Räder rum. Das ist auf jeden Fall ein Wagenbauer. Dann haben wir hier drüben. Das hier ist eine Weberei. Müsste das sein. Und eine Schneiderei. Ja, und wenn man hier reinguckt, ich glaube, hier sind überall Webstühle drin. Genau. Dann haben wir hier drüben eine Schmiede. Ja. Dann haben wir hier drüben ist eine Töpferei. Ja, und das zieht sich halt überall so durch. Wir haben überall so ein paar Betriebe gebaut, die halt natürlich sehr wichtig sind für so eine Stadt. Wir haben hier hinten, was ist das hier? Gehört es doch dazu? Das ist immer noch das gleiche Gebäude. Nee, das ist eine Färberei. Das ist genau, das ist die Färberei. Hier wird gefärbt. Das ist ein Schuppen. Einfach nur ein Schuppen. Also das ist ein Stall sogar. Ich kann sein, sogar ein Stall ist, ja. Scheint so. Was ist das hier? Hat das eine Funktion hier? Ich weiß nicht, ob das irgendeine. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine explizite Funktion hat. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Gebäude. Aber scheint nicht so. Scheint nicht so. Nicht alles hat explizite Funktion bei uns. Hier drüben haben wir eine. Das hier war eine. Auch nur ein Schreiner, glaube ich. Der baut Tische. Genau, hier sehen wir einen Tisch. Etc. Das hier drüben ist eine Brauerei. Die ist noch etwas spärlich. Hier haben wir innen drin schon angefangen, Dinge zu machen. Ja, das heißt, wir haben hier schon so Kessel gebaut und sowas. Aber prinzipiell ist die Brauerei noch ziemlich leer. Aber zur Brauerei gehört dieses Gebäude hier, das Gebäude und die da vorne. Also die gehören alle dazu. Das ist alles ein und dieselbe Brauerei. Ich muss mal ein bisschen langsam machen, ich weiß. Und so erstreckt sich halt das Industrieviertel. Man sieht es auch klar deutlich, dass die Industriegebäude hier sind ein bisschen niedriger als die restlichen Gebäude. Ab hier vorne an der Mauer haben wir dann, wie soll ich sagen, hier vorne sind dann die ganz normalen Armenhütten. Das heißt, hier leben einfach ganz normale, stinkige, pöbelige Leute. Ja? Kleine Hütten haben hier beispielsweise auch so einen Innenhof, der hier so drin ist. Ja, auch sehr süß.
und da wohnen die halt. Ja, die wohnen hier vorne hauptsächlich, aber halt auch hier hinten. Und hier sieht man, ist nochmal so eine kleine Extra-Mauer, die ist, können quasi hier eingesperrt werden. Aber jetzt nochmal eine Extra-Mauer, um das ganze Gebiet hier auch abzugrenzen, um das arme Gebiet ein bisschen besser unter Kontrolle zu halten. Aber hier sind auch überall kleine Hütten. Die sind alle nicht sonderlich spektakulär, sind alle hübsch, ja. Aber jetzt keine, wo man sagen müsste, das ist die Hütte des Jahres. Ja. Von daher ist eigentlich alles tiptop. Aber es sind alles süße kleine Hütten, die eben auch so gedacht sind. Ja, die sind ja niedrig. Also so stelle ich mir halt auch einfache Hütten vor. Ja, das sind wirklich so die einfachsten Hütten, die man so machen kann. Aber finde ich dennoch hübsch, ja. Also wenn man so ein kleines Dorf hat oder so eine kleine Häuserfront mit so Hütten, ist auch niedlich. Müssen nicht immer so klopper sein, ne? Genau. Die Stadtmauer. Die Stadtmauer können wir auch mal zeigen. Wir haben mittlerweile hinten fliegende Gebäude rum, by the way. Nur, dass ihr mal seht, es gibt bei uns auch fliegende Häuser. Ist halt High Fantasy, klar, man kennt's. Und wir haben jetzt hier mittlerweile Türme, das ist so eine Art Leuchtturm, glaube ich sogar. Ja, genau. Und das Außengebiet ist auch schon ein bisschen angelegt worden. Wir haben vor der Stadt, habe ich hier einen Graben, der mündet jetzt hier direkt tatsächlich ans Meer ran. Und hier dieser Graben geht einmal um die Stadtmauer rundherum, hier vorne zumindest, ja. Und geht hier bis hier hinten lang, hier einmal rum und hier auch nochmal lang und bis hier vorne, ja, und mündet dann hier vorne in den noch kommenden, den noch eingerichtet werden muss, diesen See hinein, ja, der hinten ist. So, die Stadtmauer selbst ist genauso gebaut wie die seitlichen kleinen, also von der Farbgebung her ist es ähnlich gemacht, ja. Wir haben jetzt hier nur ein bisschen den grauen Lehm hier reingemacht, die graue Keramik und diese Holz, ja, diese Holzverkleidung mit angebracht. Wir haben Maschikuli unten, ja, die können also unten rausschießen, ja, mal Mörderlöcher eben. Und haben hier tatsächlich auch ein etwas prunkvolleres Stadttor. Das habe ich mal gemacht. Von vorne ist es schon fertig, von hinten nicht und von innen. Also ich habe hier, so sieht es euch an, ich habe es einfach noch nicht fertig gebaut. Ja, das ist furchtbar. Genau. Aber das ist prinzipiell ein etwas prunkvolleres Stadttor. Mit so zwei kleinen Nebentürmchen. Hier vorne kommt dann noch ein Zollhaus hin. Ja, hier. Und man wird auch noch hier vor dem Graben entlanglaufen können. Das muss noch gemacht werden. Hier fehlen natürlich noch einiges an Deko-Elementen. Das sieht natürlich hier vorne in dem Ecke hier, wo schon die Blumen stehen, ein bisschen besser aus, ja, klar. Aber auch hier haben wir kleinere Gehöfte und auch natürlich kleinere Manufakturen. Das heißt, auch hier ist das ein oder andere ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen dekorierter oder halt auch mit so kleinen Feldern. Ja, hier ist so ein bisschen schon dieses ländlichere Leben, das hier schon beginnt. Hier vorne haben wir beispielsweise auch schon ein paar Felder, ja, die schon anfangen, hier sich zu entwickeln. Und hier natürlich auch ein paar Fische. Die Fische hier mag ich besonders gerne irgendwie. Die sind irgendwie, finde ich, die sind sehr natürlich in dieser Umgebung drin. Auch gerade solche Hütten hier sind total toll. Die sind nämlich, also seht ihr, wie flach das Ding ist? Das ist richtig flach wie so eine Pflunder. Und das ist total toll irgendwie. Auch hier, guck mal, man kann sogar aufs Dach klettern. Ja? Kann hier sogar aufs Dach klettern. Ist das nicht cool? Das ist cool. Ja? Was kann denn, war das David bei uns im Team? Ich glaube, es könnte David gewesen sein. Auf jeden Fall großartige Arbeit, definitiv. Oder war das David? Das könnte auch, ach, ich bin mir nicht sicher, wer das war. Das könnte auch gerade Dings, jetzt wo ich sehe, könnte es auch, ja, Luke gewesen. Ach, ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer immer das gebaut hat, top. Ich bin zwar Bautypleiter, Leute, aber ich weiß nicht, wer hier alles baut. Ja, auf jeden Fall, das war von David hier, das weiß ich. Und, das ist auch sehr süß. Ja, wir haben hier einfach einen Steg. Ja, mit so einem kleinen Unterstand, sehr süß. Eine Hütte dazu, passt. Ja, passt einfach. Und ja, das ist so prinzipiell dieses Bauernviertel. Es wird sich auch noch ein bisschen hier weiter erstrecken. Und hier vorne ist dann noch eine Windmühle. Ja, die steht da schon. Und natürlich muss das ganze grüne Land dann noch rüber wachsen. Ja, wir haben natürlich da vorne das Tor, da will ich gleich noch was dazu sagen. Ich muss aufpassen, dass ich nichts vergesse. Haben wir hier auch nochmal das Tor. Das Tor ist ein recht einfaches, normales Tor. Hier ist auch ein Zollhaus. Das ist das Zollhaus von dem Tor hier. Das sieht man nämlich an. Aber es ist das Zollhaus. Ist natürlich noch nicht fertig, aber ja. Genau. Ganz einfaches Tor. Oh. Simpel. Und was ich tatsächlich sehr mag an dem Tor ist, einerseits haben wir oben natürlich wieder nochmal Maschikuli, also Mörderlöcher. Was ich an dem Tor mag, ist, dass der Turm nicht außen, sondern innen sitzt. Ja, das von innen ist er ein bisschen abwechslungsreicher, von innen sieht das Tor ein bisschen ein Ticken interessanter aus, aber brauchst du ja auch von vorne nicht, weil hier haben wir dieses Holzgerüst dran, das macht auch einiges aus. Ja, und somit haben wir hier, sieht ein bisschen aus, als hätte es Gesicht, oder? Also jetzt hier so zwei Augen. Der sieht noch rum, fliegt dann da rum. Ist auch cool. Genau. Und von daher, wie soll ich sagen, haben wir da eben das Tor. Ansonsten, ist der Turm hier ist noch besonders, der ist oval. Ja. Mal gucken, das ist ein ovaler Turm, das heißt, der ist von der Seite recht breit. Jo. Und von der Seite ein bisschen schmaler. Ja, das ist oval, kann man ruhig machen. So ovale Türme sind prinzipiell eigentlich sehr schick. Ich mag die tatsächlich sehr gerne. Dann haben wir hier vorne
Einfach noch ein Rundturm. Die Dinge hier sind auch interessant. Wir haben hier so solche, das ist eine sehr hohe Mauer. Das ist eine sehr hohe Mauer. Und einfach eine Treppe hochzubauen wäre sehr schwierig. Deshalb haben wir hier diese Treppengebilde gebaut, dass man hier so nach und nach hochkommt. Ja, man muss halt immer links, rechts. Und dann kommt man hier hoch. Und dann ist man hier oben. Hier kann man auch nochmal ein verstärktes Runterschießen. Aber jo. Das war es eigentlich auch schon. Dann ist man hier einfach auf den Wehrgängen drauf. Die Wehrgänge sind selbst noch nicht sonderlich innen ausgestattet. Ja, hier sind wir jetzt in diesem ovalen Turm drin. Aber sonst haben wir hier auch eine schöne, also ich finde eine ganz recht schöne Aussicht über die Stadt, ja. Aber wenn man hier so guckt, das sieht doch ganz toll aus eigentlich. Hat was. Ja. Bäh, so. Von daher, war der Turm. Das war der andere Turm nicht anders. Ja, ist nichts anderes. So, genau. Das Tor, genau. Das Tor ist tatsächlich recht prunkvoll. Ja, ihr habt es gesehen, das Tor da vorne ist wesentlich anders, sieht ganz anders aus und ist auch wehrfähiger als das hier. Ich muss dazu sagen, diese Straße, ich zeige es mal auf der Karte, diese Straße führt hier hoch ins Gebirge und hier oben, die Planung, da braucht ihr nicht für voll nehmen, das ist ein Entwurf. Aber da oben kommt ein riesiges Tor hin. Das heißt, da oben ist so ein Gebirgspass und man kommt von dieser Seite eigentlich nur über diesen Gebirgspass hierher. Und deshalb die Entscheidung, dass man hier ein etwas prunkvolleres Stadttor baut, ist eben nicht, dass ich, wenn es angegriffen werden würde, nicht sehr praktisch ist, aber dennoch gut aussieht, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass hier jemand angreift, weil die Stadt eben darauf schwört, dass jeglicher Angriff bereits von diesem Tor da vorne aufgehalten wird. Ja? So, soweit, so gut. Was ich noch sagen wollte, hier haben wir wieder die Brauerei. Wir haben hier vorne mit dran ist noch eine Kaserne. Ja, falls ich Dinge doppelt zeige, tut mir es verdammt leid, aber das ist jetzt halt so. Wir haben hier vorne eine Kaserne. Hier ist nochmal angrenzend noch eine kleine Einzel-Extra-Schmiede. Extra für diese Kaserne. Ja, oder Garnison, wie auch immer. Dann haben wir vorne, geht raus, ja, durch die Mauer. Das ist quasi so der extra Militär-Dock. Ja, ihr könnt quasi ein Schiff fürs Militär anlegen, aber ihr könnt dann natürlich auch, wenn Waren extra hierher geliefert werden sollen, werden die dann hierüber gemacht. Muss ja nicht jeder sehen, was das Militär hier alles reingeliefert bekommt. Ja, klar. Gut. Der Tempel hat sich nicht viel verändert. Der ist innen drin immer noch genauso leer wie vorher. Ansonsten war es das hier vom Industrieviertel, denke ich mal, auch größtenteils. So. Jetzt fliegen wir mal hier noch ein bisschen rum. Wir haben hier vorne ja noch die Speicher. Die seht ihr, da vorne steht auch noch eine Menge Zeug rum. Da vorne wird es nämlich noch recht interessant. Wir haben, was auch noch kleine Gimmicks. Ich will mal so kleine Gimmicks noch zeigen. Wir haben hier auch so Karrenhändler. Ja, das sind Karren, also die sind quasi zwar aktuell stationär, aber die sind, oh, falsche Tür, hier hat man rein sollt. Die sind aber theoretisch gesehen aus der Speicher. Ich weiß nicht, warum die Schalker-Kisten manchmal mit dem Shader so rumbacken. Guckt euch das an. Richtig weird. Auf jeden Fall sind es halt so fahrende Händler, die sind jetzt halt mal heute hier, morgen sind sie vielleicht woanders und der verkauft hier seine Waren. Hier drüben ähnliches, ja, die Luke aufgemacht und verkauft die seine. Das sieht doch komisch aus, oder? Das sollte normalerweise nicht so sein. Das ist irgendwie unattraktiv tatsächlich. Und hier vorne ist es auch, hier war auch noch so ein, oh, hier fehlt tatsächlich eine Tür. Hier ist eine Tür abgefallen, das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Da muss wieder was, da muss wieder eine Tür hin. Muss ich mal merken, dass das fehlt. Vielleicht haben wir hier so verschiedene kleine Händler. Unter der Markthalle hat sich das auch mittlerweile noch ein bisschen mehr. Hinten die Reihe fehlt immer noch hier. Aber hier vorne sind Marktschritte drin. Fühlt man sich auch sehr gut aufgehoben. Jeder will immer irgendwas andrehen. Mit einem Pfeilchen, obwohl man das eigentlich nur kaufen möchte. Genau. So, diesen Marktplatz kennt ihr bereits. Ja, ich mach mal einen. Ich versuche es langsam zu machen, aber es ist tatsächlich doch sehr schwierig. Irgendwie. Ja, die Markthalle. Das kennen wir bereits alles. Und wir gehen jetzt mal hier lang, über die Brücke. Wir laufen mal ein Stück. Wir laufen mal gemütlich ein Stück. Und ja, hier sind überall Häuser. Ja. Was ist das hier? Die Gasse kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Gehen wir mal kurz hier lang. Guck mal, was eine schöne kleine Gasse das ist hier. Wie ist man hier zwischen den Gebäuden langläuft. Wo kommen wir hier raus? Hilfe. Hilfe. Ach so, hier kommen wir zum Tempelplatz. Also, mal kurz zeigen. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir, interessant, ne? Hier kommen wir zum Tempelplatz, genau. Also, es ist cool. Also, ich liebe sowas, so kleine Gassen. Ja, jetzt sind wir hier beim Tempelplatz. Wir gehen jetzt mal vom Tempelplatz, gehen wir mal wieder hier lang. Ja. Hier lang geht es zum Marktplatz. Und vom Marktplatz kommen wir jetzt nochmal weiter. Wir gehen jetzt gehen wir nicht, jetzt biegen wir nicht ab. Jetzt laufen wir wirklich einfach ganz normal weiter. So, das heißt, wir gehen jetzt hier lang. So, da sind wir gerade eben abgebogen. Ja, jetzt gehen wir nicht hier rein. Wir müssen noch ein Stück weiter. Hier rum. Ja. Und dann ist auch eine enge Stelle hier. Wow. Na, da passt vielleicht ein Wagen durch. Und ein bisschen muss man ein bisschen aufpassen, aber das Gebäude hier ist halt ein bisschen dicht aufgerückt. Aber na gut, ist so. Dann gehen wir hier über die Zugbrücke. Die Zugbrücke ist gefährlich, müssen wir ein bisschen Anlauf nehmen. Und hepp.
Ja, die ist gerade am Schließen und es dauert ewig. Das ist schon seit immer so. Hier fließt dann ein Fluss hindurch. Hier wird ein Fluss hindurchfliegen. Fließen. Hier können dann auch Schiffe durchfahren. Das heißt, die tuckern hier einfach lang. Zack, da drüben durch. Und hier seht schon, hier werden weirde Gebäude gebaut. Hier wird es sehr cool, hier wird es sehr verwirrend. Und wir gehen mal hier durch. Und dann sehen wir schon, stehen ein paar Klopper. Alles noch nicht fertig, ja, aber hier stehen ein paar größere Klopper rum, die tatsächlich einiges ausmachen. Aber wir gehen mal hier vor. Denn hier stehen schon einige Fertiggebäude. Und so, das ist der Hauptplatz. Ja. Hier kommt quasi das Bonzenviertel hin. Ja, hier stehen größere, prunkvollere Gebäude, tatsächlich, die sehr bunt sind teilweise auch. Mit sehr vielen verschiedenen Farben und Formen und wie auch immer. Und ein David, der da rumfliegt. Und ja, was soll ich sagen? Prinzipiell ist ein Gebäude schöner als das andere irgendwie. Ja. Also das hier ist sehr groß, ja, geräumig. Die sind alle sehr cool, macht die total. Und es geht hier vorne, zieht sich das gerade weiter. Wir haben hier vorne, einige sind jetzt hier im Bau. Das ist eigentlich ganz cool, dass ihr seht, wie manchmal bei uns so Gebäude. Das ist mein Haus hier. Das ist besonders weit fortgeschritten hier, diese Wand. Natürlich stehen hier aber auch schon hier wieder ein paar Gebäude. Das ist noch verschoben worden. Es stand mal irgendwo. Aber an einem Verfehlplatz muss hier noch irgendwo wieder eingefügt werden. Aber hier mittlerweile stehen dann auch diese Kontorgebäude. Ja, das ist da jetzt ein besonders schönes Exemplar, das sieht einfach sehr schick aus mit dem ganzen Fachwerk da, einfach nur glatte Wand, kann ich euch nur empfehlen, aber das wird eine sehr schöne Front. Und hier auf diesem roten Fleck, wo ich gerade stehe, hier wird ja dann noch die Festung hinkommen, ja, die große Burg, das Regenten dieser Stadt wird hier noch entstehen und prinzipiell entstehen hier dann sehr coole, sehr interessante Häuser, ja. Genau, und das wird sich ein bisschen rumziehen. Wir haben dann hier vorne ist geplant, der Kanal hier rechts wird verbreitert noch, geplant ist theoretisch, dass Schiffe hier vorne einfahren können. Das heißt, hier vorne sollen die Schiffe hineinfahren können, sollen einmal hier entlang fahren können. Und hier kommen natürlich, hier sind überall die Kontore, die Lagerhäuser, unter anderem, also es sind natürlich sehr Prunkgebäude, aber da können natürlich auch Waren eingelagert werden. Die können sie dann hier abladen und können sie dann, hier kommt auch noch Lagerhäuser in die Reihe, hier wird voll mit Lagerhäusern, hier hinten auch nochmal, also hier ist schon Platz und können dann den Kanal hier vorne wieder verlassen, ja. Vielleicht wird die Stadtmauer dann dementsprechend nochmal erweitert, aber muss eigentlich nicht. Wird aber sehr interessant, hier vorne dann eine Tormechanik einzubauen, durch die sogar Schiffe fahren können. Ja, das wird interessant tatsächlich, weil man kann die Mauer nicht hochziehen, weil der Mast ja irgendwie auch reichen muss. Ja, das wird sehr interessant hier vorne. Vielleicht verschieben wir deshalb die Mauer hier nochmal ein Stück. Ja, wissen es noch nicht, aber es wäre einfacher für uns, sagen wir es mal so. Oder für die Schiffe. Oder wir legen den Kanal hier rum, wird natürlich auch gehen, wir legen den Kanal nochmal rum. Aber definitiv sollen hier Schiffe durchfahren, einmal hier im Kreis. Sollen diese Mittelinsel quasi einmal umranden können und um diesen wunderschönen Hauptplatz hier zu fahren. Prinzipiell muss man sagen, hier vorne kommt das alles noch nicht ausgearbeitet, Terraform, das sieht noch aus wie Kraut und Rüben. Aber das ist auch oft gar nicht so wichtig, weil dann eh Häuser drauf kommen. Aber hier vorne kommen dann wieder ein bisschen Industrieviertel und Armenviertel hin, so wie es auf der anderen Seite der Stadt ist. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, das ist schon ein riesen Ding, oder? Guckt euch das an, das ist eine gigantische, wunderschöne Stadt. Muss natürlich noch mit Schiffen gespickt werden, also hier fehlen noch ein oder andere Schiff. Hier fehlt noch das ein oder andere Schiff. Der Hafen ist noch nicht gemacht, ja, der Hafen ist immer noch ein Sorgenkind. Das ist hier vorne fehlen, hier sind noch so coole Glasdinge. Hier vorne fehlen natürlich noch Gebäude und Warendinge und sowas. Und hier fehlt noch die Hafenmeisterei etc. pp. Das muss natürlich noch gemacht werden, aber ansonsten ist das hier oder entwickelt sich das hier zu einer der besten Städte, die wir Stand dato gebaut haben. Und guck mal, wie schön das hier gerade auch aussieht mit diesen Girlanden. Das sieht von der Entfernung einfach am besten aus natürlich, aber auch von der Distanz, auch von der Nähe eigentlich, aber das sieht hier richtig gut aus. Und das ist einfach ein wunderschöner atemberaubende Stadt, ja, die einfach einfach finde ich aktuell noch mit am besten repräsentiert, was unser Bautyp tatsächlich alles kann. Und es ist auch wirklich aktuell sehr schön, mit allen zusammenzuarbeiten. Die leisten ja alle, weiß nicht, kaum lobt man den einen, macht der andere was Besseres und dann ist das Lob wieder hinfällig, weil man denkt, ja gut, der macht es ja viel besser gemacht. Dann übertrumpfen die sich ständig gegenseitig. Das ist unglaublich. Wirklich. Also es ist großartige Arbeit. Vielen Dank auch nochmal an das ganze Bauteam für diese wunderschöne Stadt, die hier aktuell steht. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall irgendwann noch fertig wird. Also sie wird definitiv fertig. Wir sind ja gar nicht mehr so weit davon entfernt. Zumindest vom Kern der Stadt. Es geht ja voran. Ja, so ist nicht gut hier. Da, hab's gesehen, da sind Wollblöcke entstanden. Ach, wie schön. Ja, das ist fleißig wie Bienen. Ja. Genau, das wär's von der Stadt hier jetzt erstmal gewesen. Ich mache jetzt einen kurzen Cut und wechsle mal in die Wüstmetropole, denn dort ist auch noch, wie soll ich sagen, einiges passiert. Wir sind in der Wüstmetropole auf einem Schlachtfeld. Ja, das ist einfach enorm groß alles hier und es ist vor allem auch ein wenig zerstückelt hier. Ja, wir haben hier vorne, also es sind auf jeden Fall, das Problem ist,
ihr werdet noch mehr das Problem haben wie ich. Ja, also zum Verständnis. Ihr wisst, Metropolis ist einer der größten Städte, die wir haben. Herausforderung. Ja, gigantisch. Gigantisch. Riesengroß. Fettes Teil. Man muss ganz ehrlich sagen, die Wüstenmetropole wächst sichtlich so langsam, dass man nicht sieht, dass sie wächst. Das heißt, wenn jetzt hier ein Haus gebaut wird und du kommst ja alle jeden Monat einmal vorbei, wirst du das nicht mitkriegen. Und so wächst diese Stadt kontinuierlich, aber man sieht es gefühlt erstmal gar nicht. Man sieht es immer erst nach einer gewissen Zeit. Aber hier so ganze Viertel, so ganze Gebäude, Ecken sind neu entstanden. Wir haben natürlich auch neue Teammitglieder bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile den Leon im Team, auch den Luke mittlerweile im Team. Das sind auch zwei Leute mit Elfen. Zufall? Ich denke nicht. Mit dem Team herzlich willkommen auch nochmal an der Stelle. Ich mache das eigentlich immer, dass ich in Herbst an den Chronik-Videos das auch erwähne. Geht ja darum, das ganze Projekt chronologisch ein wenig aufzuzeichnen. Das gehört natürlich definitiv auch dazu. Genau. Und hier vorne das Ding hier, das stand jetzt da, das wird da drüber kopiert. Deswegen sage ich, es sieht ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld. Ja, das ist hier vorne so ein... Also ist alles neu hier, ja. Also hier vorne, das ist alles neu. Ja, das ist hier auch alles neu. Ja, es passiert was. Aber man sieht es nicht, dass das passiert. Das ist beispielsweise so ein Garten hier, ja, einfach so ein Garteneck. Ja, hat auch was. Geht hier vorne rein. Garten. Ja, sehr schön. Die Stadt hat allgemein viele Gartenwege und Plätze, ja, sowieso. Also das ist unglaublich. Und jetzt werden sich eine fragen, ach, der fliegt hier die ganze Zeit rum und erklärt einfach nicht, was das da ist. Ja, das ist tatsächlich ein sehr schönes Gebäude. Ein sehr großes Gebäude, definitiv auch. Aber es ist architektonisch sehr schick. Wir haben hier, oder wir nicht, ich habe in der Fall gar nichts gemacht, aber es wurde hier mit so Goldblöcken mal gearbeitet und auch hier oben mit diesem gelben Beton, ja, der sieht da so aus und den Goldblöcken, sehr cool, ich habe ein bisschen gearbeitet. Was ich auch sehr mag, sind hier diese Absätze, ja, man sieht das nicht so gut, aber man hat hier oben nochmal so einen farblichen Akzent gesetzt, dadurch, dass man andere Sandsteinblöcke genommen hat, was auch sehr cool aussieht. Ansonsten sind die Fassaden eigentlich recht schlicht, also man sieht es gerade hier bei den Fenstern, da ist rundherum nichts, ja, man kann das tatsächlich auch sehr schlicht halten, um viel zu erreichen, ja, an und für sich. Was ist das aber jetzt? Fragen Sie an, hier steht unser Blitz, der steht schon länger hier, aber, ja, wie bereits gesagt, die Frage ist, was das hier ist. Das ist innen drin noch leer, aber es wird prinzipiell ein riesiges Universitätsgebäude. Universität, Bibliothek, man ist sich nicht so ganz sicher, es könnte das, aber auch das werden, aber prinzipiell ist es einfach ein fetter Klotz. Besonders finde ich über die Rundung. Also die Rundung ist hier vorne ganz schick. Das macht das Gebäude so ein bisschen... also wenn man vorne drauf guckt, gibt es ein sehr schönes Feeling, finde ich. Ja? Weil es hier so rund zusammenläuft. Und dieser große Giebel hier, der wird sehr schön. Wirkt natürlich alles wie so ein römischer Tempel so ein bisschen. Ja? Wenn man jetzt nur diesen Teil hier rausnimmt. Aber das ist trotzdem sehr cool. Diese Säulen sind einfach sehr massiv. Stellen was da. Und man kann sich vorstellen, dass dieses Gebäude standhaft ist und darum wirklich stehen kann. Ja? Auch hier diese Andesitsockel sind sehr schlicht gehalten, aber auch dennoch massiv. Ja? Sie stellen was da und man kann definitiv sagen, okay, das Gebäude steht auf einem soliden Grundgerüst. Ja? Ansonsten muss man auch sagen, hier unten wurde auch übrigens mit anderen Farben gearbeitet. Ja? Wir haben unten eher rot, hier oben wird es dann wieder weiß und gelb. Es ist sehr cool. Ja? Ein sehr schönes Gebäude. Ist natürlich noch nicht fertig. Aber ich halte schon am Laufen und sobald das Ding fertig ist, wird es dazu auch nochmal ein Sebré-Video geben. Ja? Warum auch dennoch nicht? Ja? Warum dennoch nicht? Ansonsten ist, glaube ich, in der Wüstenmetropole gar nicht so viel noch entstanden. Wenn es noch was anderes gibt, was hier entstanden ist und ich jetzt noch im Nachhinein von meinem Bauteam erfahre, was heißt hier, du hast XY vergessen, dann kann ich das in jedem anderen Video noch nachholen. Das kommt dann bestimmt im halben Jahr oder so wieder. Wenn ich mich kenne. Ich muss mir immer Mühe, ich sage immer, meine Bauteam-Leute erinnern mich aber zum Glück immer rechtzeitig dran zu sagen, hier, man kommt da jetzt nächstes Herbst an der Chronik-Video. Das ist schon gefühlt wieder 8 Jahre her. Und ich so, warum? Ich habe doch letztens gezeigt. Und dann hieß es beispielsweise heute, ja, gut, das ganze Industrieviertel ist noch nicht drauf. Und ich so, oh, okay, das steht schon eine Weile. Deswegen, liebes Bauteam, erinnert mich gerne daran. Und ansonsten, auch ihr könnt mich gerne daran erinnern und immer mal nachfragen. Ich freue mich natürlich auch. Ist natürlich kein Problem. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch wieder gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen zu Gebäuden habt oder irgendwas nochmal explizit sehen wollt, tut euch keinen Zwang an, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, Wünsche habt, auch alles in die Kommentare. Ich wünsche euch dann nur noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.